Willkommen zurück. Wir sind hier in einer kleinen Zeitungsdruckerei. Wir haben einen Schlüssel von Mr. Gibson erhalten und ich habe nachgelesen, dass uns der in Mindfield weiterbringt. Erstmal wieder Waffe wechseln. Mit dem Rösti will ich hier nicht unbedingt durch die Gegend laufen. Ne, da kommen noch Munition für. Nehme ich erstmal die Flinte. So, Mindfield. Wo war denn das? Achso, da ist das Hauptquartier. Ah, okay, das ist dann nämlich diese Blechhütte. Da können wir mal danach hin. Wo war denn hier Mindfield? Da. Gut, ich dachte schon wieder, es ist abgeschmiert. Auf jeden Fall braucht es sehr lange zum Laden gerade. Ich weiß gar nicht warum. So, jetzt weiß ich bloß nicht, welches Haus hier Mr. Gibson gehört hat. Ah. So, und hierfür ist der Schlüssel. Wow. Jetzt ernsthaft. Und deswegen war das sehr schwer verschlossen. Ich fühle mich leicht verarscht. Und wir sind genau in der richtigen Richtung. Wir gehen diesmal hier mal zu Fuß lang. Hier sind wir auch das erste Mal lang, als wir zum Schrottplatz sind und unseren Freund Dogmeat getroffen haben, den wir ja leider nicht mitnehmen können, weil er irgendwie rumbackt da am Vault. Wir könnten es vielleicht mal probieren, andererseits glaube ich, dass er sehr schnell sterben wird und ist da nicht unbedingt so eine große Hilfe im Kampf. Alter, nervt das. Ein wenig nach links. Die Kühe auch schon da? Vorher? Ich glaube nicht. Ja, wir sind die Gerechtigkeit. Wir sind das Gesetz. Hey, passen Sie besser auf. Schon mal cool, dass wir hier einfach zugreifen können.
Ju, genau, da lasse ich dann natürlich auch ein Skelett in meiner Badewanne, wenn das hier mein Hauptquartier ist. Macht Sinn. Sie sollten mit Sonora sprechen. Hallo. Bleiben Sie sich selbst und dem Gesetz treu. Das ist die Regel des Regulators. Hallo. Na gut. Hey, ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. Was habe ich denn gemacht? So. Du. Ich vermute, dass Sie wegen der Anzeige kommen. Ich habe schon von Ihnen gehört. Soweit ich gehört habe, sind Sie kein schlechter Mensch. Und die Regulatoren können gute Leute immer gebrauchen. Also, was meinen Sie? Sie haben die Anzeige gelesen. Und jetzt sind Sie hier. Sie wollen sich uns also anschließen, richtig? Ja, ich will mich Ihnen anschließen. Fabelhaft. Nehmen Sie diesen Mantel. Wir tragen alle so einen. Die Unrechten fürchten den Anblick der Regulatoren. Was den Rest betrifft, wollen wir nur eines von Ihnen. Jagen Sie die Bösen, die Übeltäter und die Verbrecher. Führen Sie sie der Gerechtigkeit zu. Ich will Ihre Finger als Beweis. Wir werden für jeden davon eine Prämie bezahlen. Ganz einfach, nicht wahr? Noch Fragen? Ich habe die Finger dabei und will die Beute dafür kassieren. Dann waren Sie also fleißig. Gut, zeigen Sie mir, was Sie haben. Hier, nehmen Sie alle. Viele Rechtsbrecher wurden beseitigt, doch viele sind noch frei. Und ich habe erfahren, dass Sie weit mehr geleistet haben, als ich erbeten habe. Gute Taten müssen belohnt werden. Darum werde ich Ihnen zu Ihrer normalen Beute noch einen Bonus geben. Was haben wir denn so toll gemacht? 100 Kronkorken? 10 Finger? Okay. Wir sind die Regulatoren. Wir haben uns dem Ziel verschrieben, das Böse der Gerechtigkeit zuzuführen. Und draußen im Ödland gibt es nur ein Recht. Das Recht des Gewehrs. Was machen Sie mit diesen Fingern? Was soll ich damit machen? Sie dienen nur dazu, auf die Tatsache hinzuweisen, dass sich das Recht durchgesetzt hat. Obwohl wir unsere Mitglieder dazu anhalten, dem Profit keine unschuldigen Leben zu opfern, ist eine Aufzeichnung der Tat manchmal unumgänglich. Wir haben unter uns zwar keine Lügner, neigen aber manchmal dazu, die Dinge etwas zu sehr auszuschmücken. Sind das alle Regulatoren? Oh nein, uns gibt es überall. Die wenigen hier helfen mir nur bei der Organisation im Hauptquartier. Auch anderswo gibt es Regulatoren. Das Problem ist, dass sie, wenn man sie sieht, wahrscheinlich das Letzte waren, was man gesehen hat. Na gut, ciao. Ja, tschüss. Schade, ich habe gehofft, es gibt hier mal so eine Art Extra-Quest. Oder wir kriegen Erfahrungspunkte. Also ist das auch eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen. So, hier waren wir soweit durch. Hier haben wir noch den Comicladen. Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommen soll, ehrlich gesagt.
Ich versuche mal mein Glück von der Red Racer Fabrik aus. Na super. Ach du Scheiße. Wo ist der andere Hund? Die Waffe ist nicht unbedingt geeignet für mich. Oh Gott, ich will nicht sterben! Gehen die Scheiße hier. Bitte. Leer. Verschlossen und leer. So, okay, hier ist schon mal dann Schicht im Schacht. Wo ist denn? Ach da. Mal gucken, ob wir da einen Weg finden. Ich glaube ja fast nicht dran. Pustekuchen. Doch mal bestimmt zu dieser Metrostation. Oder auch nicht. Oh nee, nicht so welche. Scheint aber auch ein Abwasserkanal zu sein.
Alter Falter. Okay. Die machen wir erstmal einfach irgendwo. Ich bedanke mich. Bis dann.